Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal wieder ein Favoritenvideo und zwar zeige ich euch heute meine Frühlingsfavoriten in diesem Jahr. Das Ganze ist eine Kooperation mit weiteren lieben YouTubern. Alle YouTuber, die mitmachen, sind unten in der Infobox verlinkt. Schaut also sehr gerne nach meinem Video unten vorbei, denn alle Videos sind zeitgleich mit meinem online gegangen. Also, wenn ihr meins zu mir geschaut habt, hoffentlich, bitte auch unten überall mal vorbeischauen. So, zu meinen Frühlingsfavoriten. Ich habe mir jetzt einige rausgesucht, die ich jetzt aktuell auch wirklich im Frühling so trage, beziehungsweise seit dem Frühling getragen habe oder verwende. Allgemein, also Kosmetik, Make-up und Beauty-Produkte im Allgemeinen, zur Pflege und so weiter. Und die liegen alle vor mir. Sehen auch sehr frühlingsmäßig aus von den Farben, nämlich alles so ziemlich Rosé-Ton-mäßig. Ich mag Rosé sowieso, eigentlich könnte man sagen, ich trage das ganze Jahr über so Rosé-Farben, aber im Herbst, Winter dann doch ein bisschen mit dunkleren Tönen gemischt. Deswegen, also ja, man könnte doch, es sind Frühlingssachen. Die meisten trage ich jetzt im Herbst oder Winter zum Beispiel nicht. So, und im Sommer wird es sowieso wieder sehr knallig bei mir, wie immer. So, also ich fange jetzt einfach mal an. Und zwar ein Duschgel, was ich sehr, sehr gerne mag für den Frühling. Das kaufe ich mir auch immer wieder nach. Leider gibt es das irgendwie nirgendwo mehr zu kaufen. Das gab es mal früher bei DM, bei Rossmann und so weiter. Und irgendwie hat das weder DM noch Rossmann. Ich habe jetzt lange nicht mehr geschaut, aber seitdem ich vor 2 Jahren oder so gemerkt habe, das wird da nicht mehr angeboten, habe ich es online bestellt. Und seitdem bestelle ich das weiter online. Und zwar von CDs, dass diese, das Duschgel. Ich verwende ja eigentlich nur feste Duschgele, also ganze Seifenstücke und keine jetzt in Verpackung, aber hin und wieder mit Ausnahmen, zum Beispiel bei dem, weil das riecht so lecker. Und ach, ich liebe das einfach. Das ist so lecker, also Wasserlilie. Wenn ihr das nicht kennt, also das ist so ein leckerer Duft, probiert den aus, schaut mal online, kann man auf jeden Fall bestellen auf vielen Seiten. Oder vielleicht gibt es das ja doch noch irgendwo, vielleicht bei Müller, aber Müller ist bei uns nicht in der Nähe. Deswegen kann ich das nicht sagen, aber das ist so, so lecker, der Duft. Oh, ich liebe den. Also das ist der perfekte Frühlingsduft für mich. Und da habe ich zum Glück auch noch eins. Seht ihr, ich habe es schon angebrochen. Und zum Glück habe ich auch noch eine Packung auf Vorrat. Ich kaufe das immer gleich im 3- oder 4er-Pack. So, also das ist das erste Favoritenstück fürs Frühjahr. Dann machen wir weiter. Und zwar habe ich diese 2 neuen Stifte. Die habe ich jetzt auch nur 1-2 Mal bis jetzt getragen. Aber jetzt schon der absolute Frühlingsfavorit von mir. Und zwar von... vom Bio, von der Marke Bio gibt es so Holographic-Stifte. Das sind so Highlight-Stifte. Schaut mal, wie die glänzen. Und zwar, wie heißen die jetzt? Das sieht man gar nicht genau. So Holographic Allrounder, also ein Holographic-Stift von Bio. Die gibt es in 3 verschiedenen Farben. Ich habe jetzt die 2 genommen, und zwar Nummer 2 und 1 einfach nur. Ja, Nummer 2 und 1. Das eine ist so ein Rosé-Ton, das andere ist so ein Beige-Ton. Und... man sieht es jetzt hier sowieso nicht. Es glänzt einfach so schön. Sieht man das? Das ist jetzt der beigefarbene, und zwar die Nummer 2. Genau. Beige ist Nummer 2. Das sieht so aus und das ist so toll für die Augen jetzt für den Frühling. Und Nummer 1 ist ein Rosé-Ton. Der ist hier oben drüber. Schaut mal. Genau, das hier oben ist jetzt der rosane. Nummer 1 ist da unten beige Nummer 2. Ich natürlich mag den rosaroten ein bisschen lieber als den beigen. Aber beide kann ich nur empfehlen. Also finde ich ein absolutes Must-Have. Jetzt für die Frühjahrszeit, wo es auch wieder so schön warm wird. Wenn die Sonne scheint, sieht das hammermäßig aus. Schaut mal, das ist einfach nur der Wahnsinn. Ja, dann machen wir weiter mit einem Gesichtswasser. Und zwar von der Rossmann Eigenmarke Altera Naturkosmetik, auch wieder in rosa. Ja, wie soll es anders sein? Das hat auch einen Rosenduft, also Bio-Rosé, ein Gesichtswasser. Und wenn ihr Rosendüfte mögt, ich liebe ja Rosendüfte und so Wasserlilie und alles, einfach nur lecker, also richtig schön erfrischend, ja, einfach nur toll. Und auch das kann ich euch nur empfehlen für jetzt, für den Frühling. Dann eine, ich habe den nämlich gerade noch dran gemacht. Moment, ich muss mir kurz was holen. Ich habe gerade den Nagellack nämlich noch extra auf die Nägel drauf gegeben, damit ich es euch zeigen kann, und habe das Ganze nicht zugeschraubt. Jetzt ist mir alles daneben. Ich hole mal schnell ein Tuch und einen Nagellackentferner, dann bin ich zurück. Ja, hier bin ich wieder. Wie sollte es anders sein? Mir passiert ja ständig irgendwie sowas. Ja, und zwar einen Nagellack. Mein Nagellack-Favorit im Frühling ist jetzt hier aktuell von MAC
Faktor, dieser Miracle Pure. Und zwar ist das die Farbe 205 Nude Rose, also Rose. Und das sieht so schön aus. Ich habe jetzt extra noch dran gemacht für euch. Schaut mal. Ist jetzt nicht gerade so toll geworden. Ich habe jetzt zwei Schichten drauf. Eigentlich bräuchte man noch eine dritte Schicht bei dem, wenn man es decken mag. Also das sind jetzt nur zwei Schichten. Eine Schicht kann ich nicht empfehlen. Das bringt gar nichts. Zwei Schichten ist in Ordnung, aber ich würde jetzt eigentlich noch eine dritte Schicht drüber geben. Ja, habe es aber jetzt bei den zwei gelassen. Habe jetzt auch noch keinen Topcoat drauf gegeben. Ich wollte es euch nur zeigen. Und das ist für mich so ein, das ist eben für mich jetzt ein Frühlingsfavorit, diese Farbe. Die ist super, super schön. Kann ich auch nur empfehlen. So, dann geht es weiter mit einem Concealer. Den trage ich auch sehr, sehr gerne. Natürlich kann man den das ganze Jahr übertragen. Aber das ist jetzt aktuell eben der Concealer, den ich aktuell verwende. Deswegen habe ich mir gedacht, ich gebe das jetzt einfach zu den Frühlingsfavoriten dazu, weil es aktuell mein Favorit ist. Wer weiß, was im Sommer oder im Herbst, was ich da verwende für einen Concealer. Aber aktuell verwende ich von e.l.f. den von e.l.f. den 16 Stunden Camo Concealer Matte Finish. Den verwende ich aktuell. Natürlich habe ich jetzt Foundation dran, dann aber auch noch den Concealer, Contouring und alles. Und zwar ist das jetzt die Farbe Fair Beige. Fair Beige und ja, der Farbton passt, hat hier einen schönen Applikator. Was soll man dazu sagen? Von e.l.f. kann ich die Produkte generell sowieso nur empfehlen und diesen Camo Concealer. Den kann ich wirklich empfehlen. Den habe ich schon mal in einer anderen Farbe gehabt. Da war mir der aber, glaube ich, zu dunkel. Und jetzt habe ich einen richtigen Ton erwischt. Also hier dieses Fair Beige passt perfekt zu mir, würde ich mal sagen. Und ja, also ist aktuell mein Frühlingsfavorit dann in dem Sinne. So, ach ja. Dann zwei Paletten. Ja, die trage ich jetzt auch. Die habe ich jetzt für mich entdeckt. Deswegen auch kommen die auch zu den Frühlingsfavoriten. Passen auch schon wieder so frühlingsfarbenmäßig, so Rosé-Ton. Und zwar sind beide Paletten von Catrice. Und beides sind von Catrice diese Pro Slim Eyeshadow Paletten. Die gibt es in ganz, 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 ganz vielen Farben. Auch in Erdtönen, also so Brauntöne, dunklere, ganz knallig mit Türkis und so weiter. Ja. Gibt es dann Grüntöne und alles. Gibt es ganz, ganz viele. Und diese zwei hier, ja, sind jetzt meine Favoriten. Und zwar, die erste ist jetzt diese Next Gen Nude Palette. Die habe ich jetzt schon einige Wochen in Verwendung. Habe ich auch aktuell auf den Augen drauf. Ihr seht ja gleich, welche Farben. Ich habe die jetzt nicht extra sauber gemacht jetzt, aber ja. Schaut mal, ist ja schon Hitzepen bei mir. Wie immer, ja, wenn ich irgendwas mag, dann bräuchte ich das sowieso komplett auf. Und man sieht ja schon, welche drei Farben ich verwende. Ich verwende hier drüben, habe ich die als Base. Das ist, ist ja auch die Basic. Also die Basic habe ich als Base komplett drauf gegeben. Und dann habe ich hier diese Love, das Dunkle, als Crease. Und die Vision. Das ist so ein schönes, helles, ja, so ein Champagnerton, so ein glänzender. Den habe ich dann einmal aufs Lid und hier oben noch zum Highlighten drüber gegeben. Und ja, ich mag ja diese Töne so mit diesen, das ist ja so ein Rouge-Ton, dieses Love, und ich liebe das. Ich habe aber auch schon hier diese anderen dunklen hier ausprobiert. Ja, muss ich noch gucken, was ich damit mache. Ich habe jetzt sowieso vor, mal ein paar Make-up-Looks für euch mehr zu schminken. Es sind noch nicht so viele auf meinem Kanal jetzt online, aber wird demnächst mehr werden. Und ja, also die Palette kann ich schon mal nur empfehlen. Ich finde es toll, ich mag's. Und eine neue, die habe ich aber jetzt noch nicht getestet, mag ich aber jetzt trotzdem schon von den Farben. Da ist noch die Folie drüber. Die ist nämlich jetzt noch neu. Habe ich euch vor kurzem jetzt, genau, habe ich euch im letzten DM-Roll nämlich gezeigt. Da habe ich die mitgenommen. Und ja, ich finde auch diese Farben sehr frühlingshaft, auch wenn da jetzt so ein paar dunkle Töne dabei sind. Bei denen hier sieht man das gar nicht. Die sehen ja ganz, ganz anders aus von der Farbe, weil das so glänzend pigmentiert ist. Und ich finde die trotzdem super für den Frühling und vielleicht sogar beide Paletten so zum Kombinieren, ein paar Farben. Natürlich verwendet man, denke ich mal, sowieso nicht alle Farben. Da hat man so ein paar Favoriten, wie bei mir jetzt die. Aber ja, also kann ich nur empfehlen, mag ich sehr, sehr gerne und die sind wirklich sehr gut pigmentiert. So, dann habe ich hier noch von Essence diesen Primer, den Poreless Primer. Ja, den mag ich vom Duft, finde ich auch sehr frühlingsmäßig. Den habe ich mir jetzt auch erst vor kurzem gekauft und ja, mag ich jetzt und ja, ist auf jeden Fall in Ordnung. Ist schön erfrischend, hat eine leichte Textur, ist geschmeidig und ja, was soll man dazu sagen? Also auch ein guter Frühlingsprimer, der ist nicht so... Ja, also er ist halt sehr leicht, genau, er ist leicht, deswegen perfekt für den Frühling. So, dann habe ich eine Mascara aktuell, die ich sehr gerne mag.
Hat jetzt auch nichts direkt mit dem Frühling zu tun, wie gesagt, aber das sind jetzt meine Favoriten, die ich im Frühling trage. So, und zwar von L'Oreal die Bambi Oversized Eye. Ja, ich glaube, die gibt es jetzt nicht mehr so, oder die ist jetzt im Ausverkauf, glaube ich, bin ich mir aber nicht sicher. Aber auf jeden Fall, die ist sehr, sehr toll. Die habe ich noch nicht so lange. Und ja, die hat so ein Gummibürstchen und die macht super, super getrennte und lange Wimpern vor allem. Also das Bürstchen mit der Mascara, die da drin ist, finde ich sehr, sehr gut. Ich habe sie jetzt aktuell nicht dran. Ich habe jetzt aktuell meine üblichen Mascaras wieder dran, die ich verwende. Aber die hier habe ich jetzt gestern zum Beispiel dran gehabt. Ich habe es heute vergessen, weil ich mir noch nicht sicher war, ob ich das Video heute mache. Genau, aber ja, kann ich empfehlen. Also wenn ihr die noch nicht ausprobiert habt oder noch nicht kennt oder habt, schaut noch online. Ich glaube, die gibt es jetzt bei DM oder so nicht mehr. Aber schaut online. Bei Douglas gibt es sie zum Beispiel noch, aber auch im Sale. Also schnappt euch da noch eine oder zwei als Backup. Erstens mal sieht die super, super schön aus. Vom Packaging natürlich mit dem Bambi. Und ja, die Disney Edition eben. Ne? Und zum anderen, die macht wirklich tolle Wimpern. Also finde ich gut. Finde ich schade, dass die jetzt aus dem Sortiment genommen wird. Aber kann man ja nicht ändern. Aber wirklich sehr toll. So, dann von CD nochmal, ach nochmal von CD etwas, und zwar die Intim Wash Lotion. Das seht ihr, habe ich natürlich auch schon wieder in Verwendung. Das finde ich jetzt für den Frühling auch einen tollen Duft, da habe ich natürlich noch mehrere Favoriten. Aber das hat jetzt, was hat das nochmal für eine Duftrichtung? Ach, Cranberry, genau deswegen. Auch so schön frühlingsmäßig, Cranberry Duft. Und ja, mag ich sehr gerne. Ich schraube das jetzt hier mal kurz auf. Ja, ist einfach auch ein Frühlingsduft, was soll man dazu sagen? Also riecht so ein bisschen wie Magnolie, ja, ist aber Cranberry und kann ich auch nur empfehlen. So, dann noch einen Lippenstift, das ist jetzt auch von Elf, den habe ich noch nicht so lange, aber ich habe den jetzt einfach mal dazu getan, da ich die Farbe sehr schön finde für den Frühling. Ist jetzt so Nude-Ton und kann ich mal swatchen. Moment. Ja, seht ihr hier unten, ist halt so ein ganz, ganz heller Nude-Ton, mag ich aber sehr gerne und ja, passend für den Frühling. Ja, Preis-Leistungs-Verhältnis ist der super und zwar ist das die Farbe Creme. Genau, die Farbe Creme von Elf. So, und der letzte Favorit von NYX, der Jumbo Stift. Von NYX hier dieser Jumbo. Und zwar habe ich da die Farbe, welche war das denn? Eis? Nee, welche war das? Ach, Frosting, genau, irgendwas mit Eis. Frosting. Ja, und das ist auch wie so diese Highlighter eben jetzt gerade, nur sieht eigentlich so ähnlich aus, ne? Nur ein bisschen anders halt und auch den Ton, das ist der hier drüben, sieht der, ja, es sieht halt fast so aus wie da drüben, aber ich habe den jetzt noch dazu gepackt zu den Favoriten, weil auch der ist wirklich sehr, sehr schön pigmentiert und schimmert so toll. Und den gibt es in ganz, ganz vielen Farben. Also auch wenn ihr die Jumbo-Stifte noch nicht ausprobiert habt, probiert die unbedingt mal aus. Die sind wirklich toll pigmentiert. Ja, geben einfach einen schönen Glanz ab. Und ja, das war's mit meinen Frühlingsfavoriten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es so ist, lasst mir sehr gerne ein Abo da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und schaut jetzt unbedingt unten in der Infobox bei allen vorbei, die ich euch unten verlinkt habe. Da sind die Videos natürlich jetzt auch schon online. Ich schaue da jetzt auch mal schön durch und bin gespannt, was die Favoriten von den anderen so sind. Und ja, lasst wie gesagt sehr, sehr gerne ein Abo da und demnächst kommen nämlich noch die Sommerfavoriten und ja, dann verpasst ihr das Video auch nicht. Bis zum nächsten Mal.